Ha, Lialo, heute werden wir mal Linux in der Cloud ausprobieren. Ja, Cloud, das hat eigentlich so wenig mit Worker zu tun. Wir probieren mal Linux aus in einem Browser. Ja, da oder. Hier LabXNow. Freundlicherweise hat mir jemand auf meiner Google Plus Community diesen Link mal gegeben, hat gesagt, probier mal aus. Gut. Erster Hinweis, ich würde vorschlagen, ihr nehmt weniger Sign-in with Facebook und Sign-in with Google, sondern gebt einfach eure E-Mail-Adresse ein, eine gültige, die könnt ihr auch separat anlegen und legt irgendein Passwort fest. Das Passwort ist nicht das Passwort von der E-Mail, sondern irgendein Passwort, um sich hier einzuloggen. Also die E-Mail-Adresse ist quasi der Benutzername und das Passwort ist das Passwort für diese Seite hier. So, hat man das mal gemacht, kriegt man Bestätigungs-E-Mail, kann sich hier oben mit Login einloggen. Gut, habe ich schon mal gemacht. Deshalb habe ich hier in meinem Firefox schon das Masterpasswort drin, das automatisch ausfüllt. So, also ich logge mich nicht mit Facebook ein, auch nicht mit Google, sondern mit meiner E-Mail-Adresse und einem Passwort, das ich frei für diese Seite festgelegt habe. Das nicht mein E-Mail-Passwort ist, nicht mein Google-Passwort, nicht mein Facebook. Passwort, Login. Was kriegt man dann? Man kriegt zuerst mal ja ein Konfigurationsmenü. Entweder nimmt man die bereits vorinstallierten Maschinen, hier zum Beispiel Ubuntu 14.04 oder Red Hat, ne? Ich würde empfehlen, für eure Experimente eine neue Maschine anzulegen, die ihr sagt, das ist jetzt Test. Ja, ihr sucht euch ein Linux aus. Ubuntu 14.04 per RDP, eigentlich per XRDP, nur dass man die RDP-Session im Webbrowser sieht. Also ihr braucht also kein extra Programm starten, XRDP oder RDP. CPUs hätte ich gerne zwei CPUs und RAM hätte ich gerne 2 GB lang mir. Create New Machine. So. Jetzt wird mein virtuelles Linux-System auf dem entfernten Server, der übrigens in Kanada steht, erstellt. Hier übrigens hat man immer so Statusmeldungen. Ne? Was habe ich denn zuletzt gemacht? So, alles hier im Webbrowser. Hier sehe ich jetzt meine Maschine, die ich erstellt habe, Test. So, ne, also das hier kann man auch wieder ausblenden. Und hier sehe ich schon mein laufendes Linux-System. Vorteil einer selbst erstellten Maschine ist, die kann man auch mal wieder löschen. Ja? Kann einfach ein Vorteil sein. So. Falls ihr nämlich zum Beispiel mal, ja, also jetzt, wie gesagt, das ganze Linux-Betriebssystem, was hier läuft, ich starte jetzt mal ein Terminal. Deshalb habe ich auch am Anfang des Videos gezeigt. Mein echtes Linux-Betriebssystem ist ein Mint, ja, was ich habe. Was hier läuft, ist ein Ubuntu 14.04 LTS, LSB Release, Leerzeichen minus A, Ubuntu 14.04.1 LTS Trusty Tar läuft hier. Ne? Habe ich ein Terminalfenster. Ich habe hier ein Application-Menü, alles auf Englisch ist egal, ne? Ein Startmenü für Programme, zum Beispiel Internet, Firefox Webbrowser, erreiche ich auch hier unten über so ein kleines Docky. Ich sehe, dass ich der Benutzer Root bin, aber in Wirklichkeit bin ich wohl irgendein Change-Root. Ne? Also ich bin nicht der echte Besitzer dieses Servers. Gut, dass wir in Kanada sind, kann ich gleich mal zeigen. Applications Menü. Wir gehen mal auf den Webbrowser. Den könnt ihr dann gegebenenfalls auch als Proxy nehmen, um zum Beispiel irgendwas zu machen. Diese Warnung kommt immer. Gehen wir mal auf Close. So. Gehen wir mal auf, wie ist meine IPD? So, das kann ich jetzt schmerzfrei hier zeigen. Ja, wie ist meine IP-Adresse, weil ich ja nicht auf meinem echten Rechner arbeite, sondern per XRDP eingespiegelt in Firefox. Ich sehe hier, ich bin in Kanada gelandet. Speedtest könntet ihr hier zum Beispiel machen. Linux, Firefox, ne? Also wie gesagt, da sind wir in Kanada. Da könnt ihr zum Beispiel was runterladen von eurer. Ja, das habe ich auch verstanden. Das ist eine blödsinnige Meldung von Firefox. Da könnte ich zum Beispiel was runterladen von einer Cloud, die ich schon habe. Also das mache ich mal zu. So, gehe ich mal auf meine private Cloud, tr.li. Das ist übrigens ein
öffentlich für alle sichtbarer Bereich. Ich brauche mich also in meine private Cloud da nicht einloggen, weil ich diese Sachen für euch alle sichtbar gemacht habe. Dort könnte ich mir zum Beispiel ein Programm runterladen von Lazarus. Warum? Lazarus hat einen Vorteil. Ein in Lazarus geschriebenes Programm bringt alle Bibliotheken schon mit. Ne? Weil ich nämlich hier bei diesem simulierten Linux-System nicht wirklich der echte Root bin, und das zeige ich euch mal, dass ich ein Programm, das ich mal geschrieben habe, hier auf diesem entfernten Server durchaus laufen lassen kann. Ich zeige mal den beinhaltenden Ordner. So, jetzt kann ich den Webbrowser, den simulierten, mal zumachen. Ich habe mir also auf den entfernten Server, der in Kanada steht, ein Programm von mir runtergeladen, das auf einer öffentlichen Freigabe liegt, so dass ich mich überhaupt nicht einloggen muss. Das ist eigentlich nur so ein Demo-Programm, wo ich mal zur Fußballweltmeisterschaft so einen springenden Ball hatte. Allow the field to run as you... Ja, gut. Dieses Programm habe ich jetzt ausführbar gemacht. Das kann man jetzt alles mal ruhig testen. Jetzt könnte es sein, ich möchte wissen, ob mein Lazarus-Programm, das alle seine Bibliotheken schon mitschleppt, einfach so läuft. Hier, ich gehe mal auf CD, Downloads, sehe dort LS, mein Programm, das ich runtergeladen habe, ja, mein eigenes, und mit Punkt, Schräger, Ball und Enter kann ich diesen springenden Ball auf diesem entfernten Server laufen lassen, mein Lazarus-Programm. Warum? Mache ich jetzt wenig mit apt-get install, weil ich zwar eigentlich root bin, aber nicht so wirklich root bin. Also ich kann begrenzt einige kleine Programmelchen auch mir installieren, die in den offiziellen Paketquellen sind, aber das ist dann wohl eher hier etwas für Programmierer und Experimente zu machen. Deshalb heißt es auch Lab, also wie Labor, clear. Was könnten wir denn zum Beispiel mal machen? Moment, Profil. Wir machen mal die Schrift ein bisschen größer, sonst kann keine Sau lesen, was ich hier gerade tue. Machen wir mal, wie gesagt, ich kann dieses entfernte Linux-System ziemlich gut benutzen. Gut, das ist wie gesagt das Terminal des entfernten Linux-Systems und kann zum Beispiel mit sudo apt -get install hardtop mir das Programm hardtop beispielsweise installieren. Also ein paar Programme kann man sich durchaus installieren und dann auch ausführen lassen. Ja? Hardtop war, ich habe auch ausprobiert, gedit, den Editor kann ich mal installieren. Was ich nicht installieren konnte, war das Ubuntu Software Center, ließ sich zwar installieren, funktionierte nicht. Dann hatte ich nochmal Synaptic probiert, Synaptic ließ sich installieren, aber wie gesagt, dann hat man immer Probleme mit der Installation von Programmen. Also, gucken wir mal, ob Hardtop jetzt installiert. Hardtop, jetzt sehen wir, was da auf dem entfernten Server läuft. Ja gut, 20 Prozessoren hat nämlich der entfernte Server. Ja, sehen wir. Und wir sehen auch, dass da eine XRDP-Session läuft. Ja, vielleicht, wenn ich das ein bisschen größer mache, das kann ich übrigens frei skalieren. Eine XRDP-Session läuft da. Ja, kann man da blättern? Ja. XFCE haben wir, Bash, ein Terminal. Und XRDP läuft auch. Ne? Aber wie gesagt, wir können jetzt nicht alle 20 Prozessoren, die das der entfernte Server hat, nutzen, sondern nur unsere 2 zum Beispiel. Ne? Und der hat 128 GB RAM, der entfernte Server. Wir nutzen davon halt nur 1 GB. Was habe ich gedacht? 2, ne? Cool wie quitt. Gut, kann man mit arbeiten, kann man ein bisschen mit rumexperimentieren, aber ich rate dazu, da keine persönlichen Daten einzugeben. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.